Seit fast 1000 Jahren erhebt sich auf einem bewaldeten Bergrücken des nordwestlichen Endes des Thüringer Waldes über der Stadt Eisenach deren Wahrzeichen und zugleich ein Mythos der Deutschen, die Wartburg. Nicht nur Jahrhunderte Geschichte umflirren diesen Ort, Geschichte wurde hier auch geschrieben. Die Wartburg und die Schrift, die Wartburg und die Kulturtechnik des Schreibens, die Wartburg und die Kunst, das sind die unauflösbaren Verbindungen, welchen die Burg ihren legendären Ruf in der Geschichte der Deutschen verdankt. Schon von ihrer Erbauung 1067 kündet eine Sage. So soll Ludwig der Springer hier gesagt haben: Wartberg, du sollst mir eine Burg tragen. Doch weil dieses Land nicht sein Besitz war, ließ er vom eigenen Territorium Erde zu diesem Ort schaffen und beeidete mit seinen Rittern beim Stemmen der Schwurschwerter in das Erdreich, dass dies sein rechtmäßig Grund und Boden sei. Der Berg wurde sein, die Burg erbaut. Wer heute über die Zugbrücke die Wartburg betritt, sieht eine Burganlage, die geprägt ist von Bauten des 12. bis 19. Jahrhunderts. Aber nicht ihrer Architektur, sondern vor allem ihrem berühmtesten Gast verdankt die Burg den Eintritt in die Weltgeschichte. Martin Luther übersetzt hier ab 1521 innerhalb weniger Monate das Neue Testament ins Frühneuhochdeutsche. Luther, der Reformator der katholischen Kirche und letztlich Begründer der evangelisch-lutherischen Kirche, schenkte den Deutschen mit seiner Übersetzung die Grundlagen einer einheitlichen deutschen Sprache. Um die Bibel für alle verständlich zu machen, habe er, so sagte Luther selbst, dem Volk aufs Maul geschaut. 370 Jahre zuvor, ab 1155, wurde das Hauptgebäude der Burganlage errichtet, der Palas. Dieser spätromanische Profanbau diente den Landgrafen von Thüringen als Wohn- und Repräsentationsort. Und auch dieser Ort war bestimmend für die deutsche Sprache, aber nicht für die des einfachen Volkes, sondern für die der Gebildeten, der Herrschenden jener Zeit. Hier am Hofe des Landgrafen von Thüringen, Hermann I., am Anfang des 13. Jahrhunderts, gedieh die Blüte der mittelhochdeutschen Lyrik. Also die Wartburg war unter der Zeit von Hermann von Thüringen das absolute literarische Zentrum, vielleicht noch vergleichbar mit dem Hof der Babenberger in Wien. Aber wir befinden uns ja in dem Bereich der sogenannten höfischen Kultur. Und diese Kultur heißt eben so, weil die Höfe die zentralen kulturellen Einheiten sind. Das sind die Hotspots, also wo die Literaten zusammenkommen, wo der neue höfische Gesellschaftsstil gepflegt wird. Und Hermann von Thüringen hat zu seiner Zeit eigentlich zusammengesucht, was unglaublich wichtig, teuer und bedeutsam war. Also das sind sagenhafte Namen. Also Wolfram von Eschenbach ist nun wirklich einer der wichtigsten Epiker und Lyriker des deutschsprachigen Raums. Walter von der Vogelweide ist mit Sicherheit der bekannteste Minnesänger dieser Zeit. Hier hat aber auch Albrecht von Halberstadt eine Ovid-Metamorphose ins Deutsche übersetzt. Hier ist Heinrich von Feldicke womöglich sogar noch am Schluss seines Enheit-Romans also gewesen. In dieser Zeit, sagen wir mal bis 1205, 1210, war also Eisenach oder besser gesagt die Landgrafenhöfe, der war ja nicht nur in Eisenach, also der entscheidende literarische Ort, wo Literatur produziert und rezipiert worden ist. Von Walter von der Vogelweide sind 150 Sangsprüche und 90 Minnelieder überliefert. Sie beschäftigen sich mit Liebe und Anbetung, aber viele sind auch Mittel der Auseinandersetzung im geistlichen und politischen Bereich. Ein das 12. und 13. Jahrhundert dominierendes Thema waren die Kreuzzüge ins Heilige Land.
Dies findet sich auch im Werk dieses Dichters. In seinem Palästina-Lied beschrieb er die Teilnahme an einem Kreuzzug aus der Sicht eines Pilgers und dessen Erleben zentraler Stationen im Leben Jesu Christi. Der Text des Palästina-Liedes in Strophenform ist überliefert, eine Melodie, die zu Walter von der Vogelweides Lebzeiten entstanden ist, jedoch nicht. Wir haben dann das sogenannte Palästina-Lied genommen, weil es die einzige historisch nahe Aufnahme einer Melodie von einem Stück von Walter von der Vogelweide ist. Das ist eben die Melodie, die im sogenannten Münsteraner Melodiefragment vom Anfang des 14. Jahrhunderts überliefert ist. Das ist noch ein bisschen weit weg, also von Walter, weil Walter ist vermutlich um 1230 gestorben. Das Fragment etwa 80 oder 90 Jahre später aufgezeichnet worden. Aber für mittelalterliche Verhältnisse ist das sehr, sehr nah dran. Und wir sind sehr glücklich, dass wir dieses Melodiefragment haben, weil es sehr gut lesbar ist und man also auf der Grundlage dieses handschriftlichen Zeugnisses sehr, sehr gut eine Einspielung machen kann. Thank you.
dass die Dichter des 13. Jahrhunderts bis heute nicht vergessen sind, liegt auch an dem in der Welt der Dichtung und der Musik berühmt gewordenen Sängerkrieg auf der Wartburg, diesem dialogisch gedichteten Wettstreit. Der Sängerkrieg ist eine literarische Fiktion, die zum ersten Mal im sogenannten Codex Manesse, also der großen Heidelberger Liederhandschrift, notiert worden ist. Der Codex Manesse ist etwa um 1300 bis 1330 entstanden. Und das ist das erste greifbare Zeugnis, was wir von dieser literarischen Sage haben. Und das ist eine Fortführung einer lyrischen Tradition, wo bestimmte Minnesänger als agierende Figuren auftauchen, so ein bisschen vergleichbar wie die Battles heute aus der Rap-Szene. Und diese literarischen Konkurrenzen hat es tatsächlich gegeben, also zum Beispiel zwischen Wolfram von Eschenbach und Walter von der Vogelweide. Und aufgrund dieser Konkurrenzsituation ist das sozusagen als eine Art literarisches Spiel erfunden worden. Aber so wie hier auf dem Fresko im Juli 1207, also schon das Datum ist vollkommen fiktional. Dieses Sängerkriegsfresko stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Geschaffen hat es der Spätromantiker Moritz von Schwind. Die daneben befindliche Sängerlaube stammt von seinem Zeitgenossen, dem Architekten Hugo von Rittgen. Von Schwind integrierte die bereits bestehende Laube in sein Fresko so geschickt, dass Besuchern illusionistisch der Sängersaal als echter Ort des fiktiven Sängerkrieges vorgegaukelt wird. Anfang des 19. Jahrhunderts war die Wartburg kein Schmuckstück, sondern in einem desolaten Zustand. Der kunstliebende Herzog Karl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach ließ die Wartburg in großen Teilen umgestalten. Den Anstoß dazu gab ihm das Wartburgfest der deutschen Burschenschaften, die 1817 hier die 300. Wiederkehr des Beginns der Reformation feierten und zugleich statt Kleinstaaterei einen Nationalstaat mit eigener Verfassung förderten. Dem Herzog lag daran, die Bedeutung der Burg für die Kunst und die deutsche Geschichte und damit zugleich sein Herzogtum im Deutschen Bund zu exponieren. Dafür wurde die Wartburg zwischen 1838 und 1890 einem mittelalterlichen Ideal entsprechend im historisierenden Stil umgestaltet. Seitdem teilt die Dirnitz mit Torhalle die Anlage in der Mitte, sodass es heute gleich zwei Burghöfe auf der Wartburg gibt. Der Garten und der Kommandantengarten im zweiten Burghof stammen aus dem 19. Jahrhundert. So wie auch der hochaufragende Bergfried, der gekrönt wird von einem goldenen Kreuz, welches den beiden Konfessionen gewidmet ist, die die Geschichte der Burg so entscheidend prägten. Aus einer Symbiose von Jahrhunderten entstand die markante Silhouette der Burg, die weithin aus allen Richtungen zu sehen ist. Den Katholizismus auf der Wartburg verkörpert die wohl prägendste Frauengestalt des europäischen Mittelalters, die ungarische Königstochter Elisabeth, die 1211 im Alter von 4 Jahren auf die Wartburg kam und die Gemahlin des Landgrafs von Thüringen, Ludwigs IV. Wurde. 17 Jahre lebte und wirkte die tief religiöse und später heilig gesprochene Elisabeth hier. Im Palas finden sich in der Elisabeth-Galerie Bilderzählungen über sie und ihr Wirken. Aber auch in der Elisabeth-Kemenate, dem von August Oeten mit farbenprächtigen Glasmosaiken auf so eindrucksvolle Weise gestalteten Raum. Diese Frau, die konsequent ein radikales Armutsideal lebte und sich für die Armen und Geknechteten aufopferte, inspirierte Generationen von Künstlern aller Genres.
Also die Elisabeths Ballade ist ein sehr interessantes Stück. Es ist auch eine Art literarische Sage, so ähnlich wie der Wartburgkrieg, hat sie aber einen historischen Kern, nämlich eben tatsächlich also der Umstand, dass der Landgraf Ludwig von Thüringen eben auf den Kreuzzug gegangen ist, dort verstarb, wodurch also Elisabeth ja 1227 zur Witwe wurde. Und das ist ja dann ganz schnell im Zuge der Heiligsprechung also von Elisabeth also über die ganzen Lande verbreitet worden. Und diese Sage verbreitet sich im ganzen deutschsprachigen Raum und so auch in Wienhausen, also in einem dieser Lüne-Klöster. Und da ist im sogenannten Wienhäuser Liederbuch im 15. Jahrhundert eben diese Elisabeth-Ballade aufgezeichnet worden in niederdeutscher Sprachform. Wir nehmen aber an, dass es eine Thüringer Quelle gibt, also so dass wir so eine Art Rezeptionskette bekommen von dem Leben der heiligen Elisabeth über die Sagenbildung, also im Anschluss an ihren Tod, bis hin also zum Wienhäuser Liederbuch. Und wir hätten furchtbar gerne also zu dieser Elisabeths Ballade also eine originale Melodie gehabt. Die gibt es aber im Wienhäuser Liederbuch nicht. Das ist sehr bedauerlich, denn im Liederbuch selber gibt es etliche Melodien, also zu deutschen und lateinischen Liedern, nur gerade eben zu dieser Ballade gerade nicht. Und was war da zu tun? Dann habe ich die Strophenform analysiert und festgestellt, dass diese Ballade in einem sehr weit verbreiteten Grundmuster verfasst worden ist. Und dann habe ich also zu diesem Grundmuster Melodien gesucht und ich habe dann also die früheste mir bekannte Melodie genommen, die von Heinrich Laufenberg stammt, einem Komponisten aus dem 14. Jahrhundert, der in Straßburg für eine Frauengemeinschaft Lieder gedichtet hat. Und das passte ganz gut zu Wienhausen, weil das ja ein Nonnenkloster ist. Und deswegen habe ich den Heinrich Laufenberg vorgeschlagen. Thank you.
setzten sich da zur Schäppe, segelten über den Rhin. Was fanden sie an dem Sardistan? Ein viel Heidensquief. Sie gaf dem Herren trinken, die Schale schien von Goldrot. Da trank sich Landgräfe Lodewig den bitterlichen Tod. Du hätt den Trank getrunken hatte, da ward ome alse weh. Dat ome jo dat rote Blut uts in den Augen schien. Nur roder wohl, mein lieber Knecht, wes mich mit Trüen bi. Bringe meiner Frau Ilse ben van Gold ein Fingerlin. Der Fruen kämen de Meere, de Herr wär Gott. Sie wollte das auch ja loben nicht, sie säge dat Gold so rot. Sie leid vor den Mundel glied, sie trat am unter den Fot. Nu liege hier do Mut, da dick die Jumme drauf. Doch an ihrem Liebe ein Hemmet, das war von Haare. Da habe ich einen grauen Rock, du Kloster wollte sie gehen. Or eten dat was klein, or bet dat was groß. Des hat mir ist sehr schön, also zu hören, dass man durch diese geborgte Melodie diesem Text also einen Klang dann verleihen kann. Ja. Vielleicht noch also zu dem Verfahren, dass man also solche festen Strophenformen hat auf der einen Seite und Melodien, die man da dazu kombiniert. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Neuerung, die ich mir persönlich ausgedacht habe, sondern ich greife da zurück auf ein bezeugtes mittelalterliches Verfahren, das wir Kontrafaktur nennen. Das ist also eine Technik, eine bereits vorhandene Melodie mit einem neuen Text zu versehen oder aber zu einem bereits existierenden Text, also eine andere Melodie dazu zu kombinieren. Und das ist im Mittelalter ganz gebräuchlich, dass man also bei relativ einfachen Strophenformen allemal solche Melodien dazu sucht, die dann passen. Unter anderem deswegen, weil man denselben Text auch gerne mal in einer Melodie hören möchte. Wir haben die Werke, die wir aufgenommen haben, von denen ja wirklich nur, in Anführungsstrichen, nur eine Melodie vorhanden ist, kreativ rezipiert. Das bedeutet, dass wir Begleitstimmen dazu kreiert haben, die dem damaligen Geschmack und auch dem Inhalt möglichst nahe kommen sollen. Wir haben bei der kreativen Rezeption der Werke natürlich Instrumente aus der damaligen Zeit hinzugezogen. Also wirklich die frühe Form der mittelalterlichen Laute, die dann auf eine ganz bestimmte Art und Weise auch gespielt wird. Die Harfe, die kleine Harfe, also nicht die Wartburg-Harfe, wie sie ja auch hier vorhanden ist, die aus einer sehr viel späteren Zeit stammt. Und haben dann versucht, so ein bisschen sowas wie den Soundtrack dieser frühen kulturgeschichtlichen Blütezeit zu erschaffen. Einige dieser mittelalterlichen Instrumente sind im Museum der Wartburg ausgestellt. Den Großteil im Museum heute machen Exponate aus,
Aber zu sehen ist auch das historische Schlafgemach von Herzog Karl Alexander. Der wohl prächtigste Saal im Palast ist der Festsaal. An einer Längsseite des riesigen Saales wird der heiligen Elisabeth und ihres Gemahls Ludwig IV. Gedacht. Die Idee der Gestaltung dieses Raumes war die Feier des Sieges des Christentums über die Heiden. An seiner opulenten Ausgestaltung wirkte auch Franz Liszt mit. Der europäische Superstar des 19. Jahrhunderts war, wie die heilige Elisabeth auch, ungarischer Abstammung und selbst sehr religiös. Und so schuf er, inspiriert von den Gemälden in der Elisabeth-Galerie, sein Oratorium zum Leben der heiligen Elisabeth als sein Glaubensbekenntnis zur Lobpreisung des menschlichen Mitgefühls. Und Liszt persönlich führte 1867 das Oratorium auf der Wartburg im Festsaal auf. Aber auch Liszts Schwiegersohn Richard Wagner hatte eine enge Beziehung zur Wartburg. Von seinen Besuchen vor Ort inspiriert, schuf er die große romantische Oper Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg und verhalf der Burg und ihren Geschichten weltweit zu Ruhm. Heute wird diese Oper regelmäßig im Festsaal aufgeführt. Und der Mann, an dessen Hofe der fiktive und in der Oper aufgeführte Sängerkrieg spielt, der kunstsinnige Hermann I., auch er findet sich im Saal. Als Schwiegervater der heiligen Elisabeth thront er mittig über ihr und seinem Sohn. Die beiden Brüder Hermann und Ludwig waren zur Ausbildung zum Studium in Paris, in Frankreich. Und da wir aus der Zeit nicht wirklich was Überliefertes aus Thüringen musikalischerweise haben, haben wir geschaut, wo kam die Kunst her zu dieser Zeit und haben uns für ein Stück aus Frankreich entschieden. Der Codex Pompeii enthält mehrheitlich Vokalstücke, also wir spielen auch Vokalstücke, aber Instrumentalita, also auf Instrumenten. Und wir haben mehrstimmige Werke ausgewählt, um die Vielfalt der damaligen instrumentalen Welt zu zeigen, mit Melodieinstrumenten, Zupfinstrumenten, also Harmonieinstrumenten, zum Beispiel Zink, Harfe, Laute oder Fiedeln. Thank you.
Von der Wartburg aus wirkte die Strahlkraft der Dichtung ins gesamte ostmitteldeutsche Land. Ihr Einfluss lässt sich sogar in weiteren Liedersammlungen verfolgen. Sicht und hörbar auch beim Magdeburger Frühlingslied. Ob dieses allerdings je zuvor auf der Wartburg gespielt wurde, ist nicht belegt. Der Wartburg wurde von der UNESCO der Titel Welterbe der Menschheit verliehen. Und Tag für Tag besteigen Menschen aus der ganzen Welt den steilen Berg über Eisenach, um die Wartburg, diesen mythenumflorten Ort der deutschen Geschichte, zu erleben.